Alter, was geht ab, Leute? Okay. Wir gehen jetzt koreanisch essen. Da drin, da waren wir schon mal. Aber die haben ein paar neue Sandwiches am Start. Ihr wisst, Sandwiches ist unser Ding. Da sind wir wieder. Bocky und Bob. Tschuuu. Und, schaut mal, Leute. Das muss natürlich auch probiert werden. Schaut mal, Leute. Der Name des Drinks steht auf dem Glas. Das heißt, das Glas kann man nicht für irgendeinen anderen Drink verwenden. Nicht effektiv. Wie nennt man das? Pizzabrötchen oder so, Leute, oder? Die Egg Drops aber ohne Egg, also Avocado Drops sind das. Hier ist die Hauptzutat Avocado, nicht Egg. Aber Egg ist eigentlich das Geilste da dran, weil es so soft und fluffig und weich ist. Bei Egg Drop Sandwiches, wer das Ei gut kann, Kuss geht raus an Nuna. Die hatten es echt drauf, aber läuft irgendwie nicht mehr. Der kickt schon rein, Leute. Aber wisst ihr, warum der reinkickt? Weil ich noch nichts gegessen habe. Eigentlich ziemlich geil, so als Frühstück. Schmeckt die Pizza? Wegen der Tomatensauce? Tuna. Es ist Tuna, das ist doch Ding. Chili Beef. Ach stimmt, Tuna hatten sie nicht. Chili Beef. Ich denke mir schon, oh geil, das Tuna schmeckt echt geil. Deliziös. Mit so einem Spritz. Mhm. Aber voll, Leute. Wie war das Brot? Gut. Gut. Fluffig. Fluffig. Weg mit dem Teller. Bisschen süßlich. Ja. Okay, das haben schmeckt. Die so, ja. Das Haar hat es so an sich, Leute. Wir gehen rein. Geil. Mit Ei wäre es noch geiler. Also ist top. Also das Ei würde es aufs Next Level bringen. Dasselbe nochmal mit Chicken, Leute. Für die Gains. Oh, das Chicken ist auch sehr geil. Egal, der Teller verwirrt mich hier so. Das mit Ei, Rührei und Pesto ist echt gut. Ich will nicht sagen, dass ich Alkohol im Blut habe, Leute, aber Bombe! Die Sache ist, ne? Nach dem, was ich hier gegessen habe, könnte ich, glaube ich, noch was vertragen. Checken wir noch einen Spot ab. Yes! Aber ist sehr lecker. Gut gewürzt alles. Mhm. Fleisch top. Ja, Beef, muss Chicken. Nachwürzen, gute Schärfe. Geile Soßen, Brot geil. Wie gesagt, nur bei dem noch Ei. Ciao. Aber sonst. Sonst I like. Du musst zugeben, selbst du, nachdem kannst du noch was verdrücken. Ja. Ja, schau. Das stimmt. Warum habe ich keine Stäbchen? Du bist mir eine Gabel.
schon sehr geil, muss ich sagen. Also mir schmeckt mein Beef Bulgogi viel besser als das Hühnchen. Du hast das Chicken das letzte Mal so gehypt. Wo wir die Tteokbokki haben. Boah, was für ein geiles Chicken. Sollen wir das Material prüfen? Das prüfen. Ich weiß, dass ich es beim Döner gehypt habe. Ja, aber lecker. Hier, was ist das denn da? Da hattest du auch das Chicken gehypt. Ja, aber jetzt mit diesem Brot. Was meine ich? Mit dem Brioche-Brot. Und der leichte Rumpf vom Brot. Nee, das Beef ist top. Was bei unserem Bibimbap auch dieses Beef? Weil da war es nicht, also war gut, aber da war es nicht so gut wie hier drin, ja. Weiß ich nicht. Guck mal das. Ja. Aber vielleicht haben die an der Rezeptur gearbeitet. Mhm. Was ich an diesem Laden schätze, ist hier die ruhige Gegend, obwohl es mittendrin ist in der Stadt. Das finde ich echt cool. Sie hat gesagt, sie mag die Location, weil wir sind mitten in der Stadt. Aber eine Seitenstraße rein ist halt schön ruhig, abgelegen. Aber es ist halt trotzdem mitten in der Stadt, wenn du richtig zentral shoppen bist, wenn du hier Sachen erledigst. Bist du später mit mir in den Körner? In der Innenstadt ist das Essen sehr schwach. Hier was Gutes zu finden, schwierig. Ich habe eine Kollegin, die labert die ganze Zeit davon, ein Eggdrop-Sandwich dann aufzumachen. Sie ist total davon überzeugt, dass er laufen würde. Und? Das ist nur gelabert. Über vielen. Das ist auch dieses Asian-Ding. Ja. Was wollte ich dazu tun? Achso. Bang mich, wolltest du so viel dagegen? Was wir abchecken können. Weißt du noch, wann wir hier waren? Ungefähr einen Monat. Hier? Echt? 5-6 Wochen. Weil mein Material ist immer einen Monat später, außer er ist alt. Ansonsten lade ich es immer einen Monat. Und ich glaube, das ist gerade vor 2-3 Wochen. Dankeschön. Ja, super. Ja, war wirklich gut. Sehr geil. Fehlt noch das Ei und dann wäre es noch besser. Echt? Ja, tatsächlich. Ich finde das so schwierig mit dem Ei. Ja, das Ei ist schwierig, aber mit Ei wäre es. Tatsächlich. Ich bin so ist schon geil, ja. Aber mit Ei wäre überkrass. Ich bin auch Fan vom Ei tatsächlich. Echt? Aber ja, okay. Auch ohne Ei ist es sehr gut. Das ist sehr geil. Auch Fleisch sehr gut. Ja, das freut mich sehr zu hören. Sehr gut. Danke. Sehr gerne. Und die Pizza war auch okay? Die ist auch gut. Das stimmt. Guck schon so lange. Nein, nein, sie hat doch, okay. Doch. Nein, sie hat doch. Okay. Eine Frage. Ja. Wir hatten letztes Mal das Bibimbap. Nein, ihr hattet kein Bibimbap. Das wäre war so eine Bowl. Ja, das war Kopbap, Dopbap. Also Dopbap, es gibt zwei verschiedene Arten von Bowls in Korea. Kannst du dich daran erinnern? Ich habe das Video tatsächlich gesehen. Oh. Ah, okay. Und habe dann gesagt, so, ey, fuck, ich hätte vielleicht dazu sagen sollen, dass es kein Bibimbap ist. So. Oh. Weil Bibimbap ist ja das Bunte, wo du halt verschiedene Toppings im Topf hast. Und jedes, beim Bibimbap ist es so, du hast sortiertes Gemüse, du hast verfertigtes und gedämpftes Gemüse. Mm. Also verschieden zubereitet. Und jede Gemüseart quasi steht für ein Organ im Körper. Oh. Ach so, oh. Die Leute aber nicht. Ja, und deswegen finde ich auch Bibimbap immer so schwierig, wenn die Leute zum Beispiel dieses Spiegelei haben. Ja. Eigentlich gehört da Cured Egg rein. So. Genau. Ja? Ah. Und nicht Spiegelei. Ja, dieses in der Pfanne gebraten, das stimmt nämlich nicht ganz. Und da ist halt, ich finde Bibimbap sowieso sehr schwierig, weil wir servieren das zwar in einem Steinpott, aber wir machen das ja nicht auf dem Gasherd. Ja, genau. Weil das ist ja Dulshut Bibimbap quasi, wenn es so komplett heiß an den Tisch kommt. Aber das ist mir hier auch ein bisschen zu gefährlich, um ehrlich zu sein. Verstehe. In Germany. Aber ja, zurück auf den Punkt, sorry. Zurück auf den Punkt, ja. Das Beef, was wir heute hatten, ja? Also letztes Mal war schon gut, aber dieses Mal war noch besser.
Ja. Ich dachte, wollte fragen, ob ihr dieses Beef jetzt auch für die verwendet. Machen wir alles. Okay. Ah. Es ist Chuck Eye Roll. Wir haben jetzt ein Steak Part. Wir nehmen ein Steak Part von der bayerischen Ferse. Also ein Teil, was noch nicht gekälbt hat quasi. Was noch keinen Kick bekommen hat. Und genau, und wir kochen ja auch unsere Sojasauce zum Beispiel selber auf. Mit Wurzelgemüse und Apfel und Birne. Um einmal das Umami zu entfalten nochmal. Mhm. Und um die Poren und die Fasern zu öffnen. Ja, das hat ja den krasse Vorteile, deswegen ist bei Korean Barbecue zum Beispiel dieses Galbi und sowas ist immer Obst und so ein bisschen eingelegt. Genau. Und es kommt noch ganz viel Neues dazu. Ich habe dir auch auf Instagram geschrieben. Du hattest mir geschrieben. Ich hatte gefragt, weil mich hatte das interessiert. Wir kriegen jetzt dann ab morgen, versuchen wir uns halt Open Kebab. Kebab, also Open Sushi quasi. Oh. Ja. Und übernächste Woche kommt dann roher Fisch, den setzen wir dann auch noch rein. Oh. Ja. Da wird es natürlich preislich ein bisschen anders auch schon, aber da werden wir rumrangehen. Ja, aber das kommt immer geil mit Alkohol. Ja, das stimmt. Ich muss ihn ganz kurz rein. Alles gut. Jetzt will ich nochmal die Gut-Up. Oh, roher Fisch mit Alkohol. Beste Leute. Kimbab. So Leute, wir gönnen uns hier noch. Vor allem, weil ich noch nicht satt bin, aber zweitens, weil die neue Rezeptur am Ort. Danke dir. Ich war mal so frei und habe dir mal was Neues mit reingetan. Oh. Und zwar wir machen einen Blackcurrant Slushy mit selbstfermentiertem Reiswein. Mach gut. Das habe ich gesehen, ja. Oh, ich habe es nicht gesehen. Das einfach mal zum Probieren mit dem Sol Rosa zusammen. Das ist ein neuer Drink, der ist noch nicht auf der Karte, aber... Oh. Yes, Leute. Auf jeden Fall wollte ich sagen, Looks good. Probier ein. Woohoo. Wir bestellen noch was, weil... ich bin noch nicht satt. B, die haben neue Rezeptur. Sieht alles krass aus. Das letzte Mal hatten wir nur... wie soll man das sagen, so ein Proxy-Ersatz. Wie sehr gesund, Makkali. Wow. Kollagen. Echt? Die Make-up-Industrie ist gerade richtig dran. Die wollen jetzt mit Fermentierung und den ganzen Sachen, wollen die jetzt auch in Korea kennst du ja die Make-up-Branche. Ja. Beauty-Branche. Ja. Die wollen jetzt damit echt ein bisschen pushen. Schaut's an, Leute, der sieht geil aus. Also ich erwarte jetzt viel. Es muss sich umhauen. Es muss mindestens auf Platz 2 jetzt kommen. Schaut allein diese Soßen, Mann. Normal haben sie diese rote oder gelbe Flasche und da ist das einfach Fertigsoße abgefüllt. Gar nicht geil. Go. Oh, der ist da. Frage, Leute. Mein Löffel war warm. Von der Sonne. Ich dachte, weil sie den so lange in der Hand halte. Und wenn etwas warm ist, ja, dann hat man das Gefühl, es ist benutzt, wie bei Toilette. Da habe ich gefragt, ob sie warmen Toilettensitz mag, weil das mögen ja manche. Sie meinte, ja. Ich brauche ihn eiskalt. Eiskalt. Bei warm assoziiere ich mit, jemand saß davor drauf. Der muss eiskalt sein, Mann. Ist es gut? Ist es das Beste, was wir bisher hatten? Es muss das Beste, was wir bisher hatten. Weil deren Mutter Filiale, also die andere Location von denen, das andere Restaurant, ist meine Nummer 1 momentan. Das sieht schon sehr geil aus, Mann. Es hat Geschmack. Ich teste ja, oder wir, die ganzen Bibimbaps. Und obwohl da so viele Zutaten drin sind, mit Fleisch, bei ungefähr 50% der Läden hat das Ganze hier nach nichts geschmeckt. Und ohne Soße hätte es gar keinen Flavor. Das allein hat Flavor. Das ist super toll, mach mal rein. Warte. Ich tu nur die Hälfte. Nein, ich wollte einen Löffel erstmal nur mit dem probieren. Ja, ich hätte auf die anderen Hälfte das reintan. Nicht.
Spiel, sondern nur die Hälfte. Ich würde erstmal ein bisschen probieren. Schaut's euch, Leute. Das seht ihr nicht. Ich probiere nochmal einen Löffel mit dem. Und dann. Boah. Das ist Sojasauce auf Steroide, Mann. Sojasauce ist echt lecker. Die ist Sojasauce ist super Saiyan, Mann. Ganz zum Schluss hasse ich noch mal. Ich schwärme von diesem Laden. Was gut ist, weil die letzten 4-5 Reels habe ich nicht so gut positiv über die Läden geredet. Und dafür, dass es sehr zentral ist, ist es nicht überteuert. Es sind faire Preise für ein sehr gutes Essen, gute Qualität, freundlicher Service. So, jetzt mit den ganzen Soßen durchgemischt, Leute. Das ist so gut, du willst nicht, dass die Schüssel endet. Vor allem, wenn du es vergleichst, oder wir, ich jetzt, mit den ganzen, die wir in letzter Zeit hatten. Ist der mit Abstand ganz weit drin. Weg mit meinem Strohhalm hier. Mein Strohhalm ist im Weg. Ja, so gut. Hast du Bock, hast du noch mal eins? Ja. Ich muss sagen, auch ich bin jetzt voll. Ein Bubble Tea wird doch schwierig. Ich glaube, heute gibt es kein Bubble Tea, Leute. Und das, obwohl es zentral ist. Bis auf den letzten Geist kommen, Leute. So gut ist es. So gut, ich würde, wenn es ein Teller wäre, den Teller lecken. Der beste Koreaner in München, zusammen mit dem anderen Laden, also der Besitzer, zwei Läden. Und beim ersten Mal, wo wir da waren, muss ich ehrlich sagen, okay, gut, aber nicht umwerfend. Da hatte ich eher das Gefühl, dass die so sich auf Lunch und so, hey, traditionell koreanisches Zeugs machen wir moderner, machen wir westlicher und das dann lunchmäßig anbieten. Aber jetzt gehen die back to the roots und es war heftig. Egg Drop Sandwiches, wobei eher Avocado Drop Sandwiches, weil das mit dem Ei kriegen die irgendwie noch nicht hin. Gut, aber mit Ei wäre halt klasse, aber das Bibimbap, das mit dem Schwester-Restaurant Park Korean Eatery, das sind die besten in München. Ganz klar, also starker Laden, Kuss geht raus. Das war's von mir, wie immer, liken, subscriben, kommentieren, check die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zweitkanal der Mine. Da kam heute ein Airdrop raus, also der ist nicht schlecht gewesen, mein Tipp auf dem Zweitkanal. See you as business und ciao.